sogar mit Stuhl. Sehr gut. Es gibt keine Sitzordnung, freie Platzwahl. Schade. Falls Sie das erste Mal bei der Explain waren, wir schätzen wahnsinnig Publikumsfragen, nicht so sehr Co-Referate, aber all die, die vielleicht eine Frage haben oder haben möchten, überlegen Sie jetzt schon mal, ich habe eine Frage für die Runde und danach gehen Sie vor. Wenn dann Fragen von Ihnen sind, komme ich sofort zu Ihnen mit diesem Mikrofon. Ich würde ganz gerne mal sprechen, wir haben über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen, über eine Transformation von einem Industrieunternehmen sozusagen zu einem Industrie 4.0 Unternehmen mit vollständiger, digitaler, anderer, direkter Unternehmenskultur. So stelle ich mir das jetzt mal verlängert vor als Vision. Wir haben über eine Welt gesprochen, wo man nur noch Jobs hat, die Spaß machen und wo wir zumindest hier im Goldenen Westen alle auch gut versorgt sind, mit oder ohne Job. Und wir haben über eine Realität gesprochen, die uns leider, finde ich, fast genauso utopisch scheint, nämlich mit ganz vielen Frauen, die sich trauen zu gründen und auch als Gründerin wahrgenommen werden. Und ich würde ganz gerne mal wissen, wer von Ihnen, wer von euch würde sagen, in 10 Jahren sind wir auch da. Da sagen wir, das war wirklich Mittelalter. Jetzt im Großen und Ganzen ist das schon soweit. Vielleicht möchtest du anfangen. Also ich glaube, 10 Jahre ist schon ein bisschen optimistisch gedacht. Kommt natürlich jetzt darauf an, über welchen Bereich wir reden. Wenn wir über den technologischen Bereich reden, die technologischen Entwicklungen, die steigen ja exponentiell an. Also wo wir da in 10 Jahren sein werden, weiß ich persönlich jetzt noch gar nicht genau. Ne? Also vielleicht wird in 2 Jahren was erfunden, was schon wieder alles komplett ändert. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie viele Gründerinnen wird es in 10 Jahren geben, man sagt ja, bis wir damit fertig sind, dauert es noch 100 Jahre. Das Ziel ist natürlich mit Programmen wie ADA, das ein bisschen zu beschleunigen. Aber ich glaube, in 10 Jahren werden wir auf jeden Fall schon an einem Punkt sein, wo Vorbilder stärker sichtbar sind. Das fängt ja jetzt auch an, dass zum Beispiel einer der Gründerinnen, die ich im Vorfeld interviewt habe, um auch Insights zu sammeln darüber, was braucht so ein Programm überhaupt, die Lea Lange von Unique, die ist jetzt in der neuen Carsten Maschmeyer Show, die kann man finden, wie man möchte, aber sie zeigt auf jeden Fall schon, dass Frauen sich mehr in den Vordergrund drängen und auch mehr erwarten, dass sie gezeigt werden und dass sie ihre Perspektive auch mit einbringen können. Also wäre es in 10 Jahren möglich, dass das dann keine Maschmeyer-Show mehr ist, sondern dass da eine Frau sitzt, die für Na, diese klar, Show steht? Das schon. Ja. Da müssen wir nicht 100 Jahre warten. Finde ich sehr, sehr gut. Na, wer weiß, ob es in 100 Jahren überhaupt noch so eine Show gibt. Ja, ob Männer da noch teilnehmen dürfen. Andreas. Also grundsätzlich mache ich mir über die Zukunft nicht so viele Sorgen. Schade. Ja. Als CEO? Moment mal, dass man nicht nach vorne guckt und sagt, was könnte denn eigentlich passieren? Was ist denn das nächste große Ding? Was brauche ich dann an Innovation? Was kann dann die Konkurrenz machen oder was kann sonst passieren, was das Geschäft beeinflusst? Das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn man das natürlich mit einem ängstlichen Blick macht und sich bei jedem Donner sofort hinter der Couch versteckt, dann wird man die Probleme nicht lösen. Man kann nach vorne gucken, kann versuchen, was kann ich mir vorstellen. Aber disruptive Veränderungen haben meistens die Angewohnheit, dass sie aus einer Richtung kommen, die man nicht gesehen hat und dass sie schneller passieren, als man glaubte. Also von der Warte aus, sage ich mal, ist das halt so. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn man zurückguckt, wir reden über Industrie 4.0, also es gab eine 1.0, eine 2.0, eine 3.0. Es waren immer dieselben Diskussionen übrigens. Die Zukunft sieht fürchterlich aus, es gibt nichts mehr zu tun. Die Maschinenstürmer haben damals, die Weber haben die mechanischen Webstühle kaputt gemacht. Im Endeffekt hat das dazu geführt, dass man hinterher mehr Weber braucht. Es ist immer mehr Arbeit, mehr Produktivität entstanden, bis jetzt jedes Mal. Man hat immer mehr hinterher gebraucht. Ja, die Arbeitszeit ist runtergegangen. Wir haben ja gerade gelesen, Marx hat gesagt, wenn man nur 6 Stunden am Tag arbeitet, ist man reich. Sind wir ja nicht allzu fern davon entfernt, hätte ich mal gesagt, mit der 35-Stunden-Woche. Aber ich glaube schon, dass wir uns auslasten werden. Es wird was zu tun geben für uns. Es wird immer eine Phase geben, wo Leute umlernen müssen, wo man nicht mehr das macht, was man heute und gestern gemacht hat, in derselben Form morgen und übermorgen. Das gibt es und das wird schwierig werden. Das ist genau das, was die Frau Wendig auch gesagt hat. Das ist das, wo die Leute Angst vor haben, weil sie nicht wissen, was kommt. Aber grundsätzlich mache ich mir über die Zukunft keine großen Sorgen. Ah ja, Sie haben ja so schön gesagt, auch reiche Leute kriegen ja ihren Tag ausgefüllt. Warum soll es Leuten, die dann neu reich sind oder zumindest versorgt, nicht anders gehen? Dann gibt es halt mehr Anmeldungen für Reitkurse zum Beispiel oder Golf. Ja. In 10 Jahren sind wir schon da? Glaube ich nicht. Also wir haben ja tendenziell die Angewohnheit, die Geschwindigkeit von Veränderungen zu überschätzen. Dafür unterschätzen wir oft die Wirkung, die es dann tatsächlich hat.
Also zum Beispiel diese ganzen Projekte zum Maschinenlernen, man hat das bei Ihrem Beispiel auch erahnen können, hängen davon ab, wie man an die Daten rankommt. Also das ganze Thema der Datenstrukturierung. Und da merke ich bei Unternehmen, dass das große Herausforderungen bringt. Und ob die Unternehmen wirklich so schnell diesen Wandel auch tatsächlich vollziehen können, weiß ich nicht. Ich glaube, eine spannende Frage, von der viel abhängt, ist, ich hatte es vorhin schon angedeutet, ist die Art, wie wir über die Zukunft reden, so wird sie dann auch kommen. Und ich glaube, es gibt da zwei Varianten. Und wenn man zum Beispiel, ein Kollege von mir hat mal deutsche Pressemeldungen zum Thema Digitalisierung und Auswirkungen auf die Mitarbeiter analysiert. Und da stand so zu 90% drin, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin irgendwas lernen muss, um dann fit zu sein für die Digitalisierung. Man könnte aber auch sagen, und vielleicht gehen Ihre Initiativen mehr so in die Richtung, wir müssen ja die Digitalisierung vorantreiben. Also das ist doch nichts, was mir jetzt hier passieren muss. Ich kann doch selber auch etwas tun. Ist schwierig, weil die ganze Technologie meistens mir nicht gehört oder schon in irgendwelchen Monopolen zusammengefügt ist. Aber gelingt es uns sozusagen, diese Entwicklung wirklich partizipativer zu machen? Darauf wird es ankommen. Also die vielen Initiativen, die vielleicht so sind, wie Sie sie machen und wo wir nicht abschätzen können, wohin uns das führen wird, in eine positive Zukunft, oder ob die scheitern werden und aufgesogen werden, darauf wird es ankommen. Ja, spannend. Vielleicht auch müssen wir dafür was sorgen, dass Lernen ein bisschen mehr Spaß macht. Dass ich alles sage, oh Gott, ich muss wieder was lernen. Beatrice Moreno, erstmal vielen herzlichen Dank. Kein Co-Referat, sondern eine ganz konkrete Frage an Laila und an Professor Al-Ani. Es gibt so diese These, zwei große Verlierer, Frauen, der Digitalisierung, Frauen und der globale Süden. Jetzt bin ich Vorstand bei Tech Energy for Africa, bin häufig in Lagos, in Nigeria. Ich habe da eine ganz andere Prognose. Und zeitgleich bin ich Ärztin und Informatikerin und unterrichte Informatiker an der HTW. Und auch die zweite These halte ich für völlig abwegig, dass nämlich Frauen nicht Gewinner der Digitalisierung sein werden. Wie halten Sie dagegen, gegen diese These? Also ja, wie kommt ihr dazu, solche Dinge zu behaupten? Ist das noch? Ah, okay, ist noch an. Also erstmal Chapeau für Ihre Lebensleistung, also es klingt großartig, was Sie machen. Und ich würde eher auch zustimmen, also ich glaube gar nicht, also wir haben ADA nicht ins Leben gerufen, weil wir denken, Frauen sind die Verlierer der Digitalisierung, man müsste irgendwie an die Hand nehmen, die Armen oder so, sondern es geht eher darum, dass wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt und man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie sind jetzt so klassischerweise Männer gestrickt und Frauen gestrickt, dann denken Frauen öfter in Netzwerken und haben Frauen öfter einen demokratischen Führungsstil und finden das auch öfter wichtig. Das heißt, eigentlich gehen Digitalisierung und mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Frauen, die gründen, Hand in Hand. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was sich an Technologien entwickelt, wir brauchen nicht weniger Leute, die sich damit auskennen, sondern wir brauchen mehr Leute, die sich damit auskennen. Und wenn 50% der Bevölkerung bislang hauptsächlich außen vor sind, dann ist da ein riesiges Potenzial von Talenten, die wir eigentlich so gut wie wir können rekrutieren müssen und die dazu bringen müssen, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Also ich sehe es nicht als Hilfsprojekt, sowas wie ADA, sondern eigentlich als ein Talentscouting-Projekt. Sie haben einerseits völlig recht, aber ich glaube, durch die Digitalisierung ist der Zugang zu Wissen demokratischer geworden. Ja, also das ist natürlich auch in Afrika. Und das sind positive Effekte. Man muss aber, wenn man weiterschaut, muss man sich fragen, was passiert dann als nächstes? Ja, und ich glaube, diese Plattformökonomie hat die Tendenz zu Monopolen. Ganz einfach, weil sie Dienstleistungen global anbieten müssen, die einen großen Aspekt von dem, was sie haben wollen, abdeckt. Also es gibt nicht mehr dieses Kleine, sondern es gibt das Große. Und das ist der Grund, warum man zu einer gewissen Art und Weise auch besorgt sein kann. Weil da geht es nicht mehr darum, Mann oder Frau, sondern hat irgendjemand noch die Möglichkeit, auf diesen Inner Circle von Technologen, die da irgendwas bauen, zuzugreifen? Kann man das noch regulieren? Wahrscheinlich kann man es gar nicht mehr regulieren. Deshalb hatte ich einfach gesagt, müssen wir eine Diskussion anschließen, wem gehört das? Gehört es nicht uns, gehört es der Gesellschaft oder gehört es Individuen?
Oder warum konnte man Uber nicht als Genossenschaft gründen und warum musste das wieder eine AG sein? Ja? Weil die AG Geld bekommt und die Genossenschaft kriegt kein Geld. Also das sind so Dinge, deshalb bin ich, habe ich ein differenzierteres Bild. Es gibt sehr viele positive Dinge und es wird aber auch, glaube ich, Regionen auf der Welt geben, die wir völlig abschreiben werden. Also es wird im südlichen Afrika wird es gut gehen, vielleicht Tansania, wenn ich mal anschaue Kongo, wenn ich mal anschaue nördliches Afrika, bin ich schon wieder skeptisch. Aber also ich sehe, Sie sind einverstanden zumindest mit den Antworten. Sehr gut, keine Bullshit-Antworten, hervorragend. Gibt es noch eine Frage? Sehr gern. Stage-Diving Light. Thomas Moserbach vom Kreativitätsschulzentrum in Berlin. In welchem Zusammenhang sehen Sie die digitale Transformation zur Transformation des Bildungssystems? Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Könntest du das nochmal? Also die digitale Transformation, ja, und die Transformation des Bildungssystems, inwieweit haben die miteinander zu tun oder müssen miteinander zu tun haben, würde ich jetzt mal so verstehen. Ja, jetzt bin ich jetzt nicht der Bildungsexperte, aber ich muss ehrlich sagen, bei meinem Bauchgefühl sehe ich den Zusammenhang sehr deutlich. Das, was uns heute bewegt, Digitalisierung, umgehen mit Source Code, mit Programmierkünsten, mit wie finde ich heute was, wie suche ich etwas, wie kann ich ermitteln, ob das, was ich bei Google eingegeben habe, eigentlich auch das ist, was ich wissen will, weil ich kriege eine individualisierte Antwort. Wenn Sie und Sie und Sie dieselbe Frage eingeben, kriegen wir völlig unterschiedliche Suchergebnisse vom Ranking. Das erfordert gewisse Skills, die das Bildungssystem vermitteln muss. Und dazu gehören meiner Meinung nach Programmierkurse, Umgang mit Medien, glaube ich, alles das, was in WhatsApp steht, in Facebook steht, bilde ich mir meine eigene Meinung. Wie bilde ich mir eine eigene Meinung? Ich glaube, dass das Lernen von Fakten wird weniger wichtig sein in den nächsten 10, 20 Jahren, als zu lernen, wie man lernt und wie kann man Antworten verproben, wie kann ich mir eine Antwort finden und wie kann ich die auch abwägen. Wie kann ich dieses typische Diskussionsfeld haben, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie finde ich dann meine eigene Meinung und wie frage ich nicht nur einfach Google oder wen auch immer, dass er mir die Antwort liefert, die ich dann sklavisch glaube. Deswegen halte ich das Thema für sehr, sehr, sehr wichtig. Sie sind ja Teil des Bildungssystems. Schuldig, ja. Schuldig, im Sinne. Sagen. Nein, ich glaube, also das war historisch ja immer so, dass das Bildungssystem sozusagen die Leute produziert hat, die Wirtschaft braucht. Also das ist die historische Rolle des Bildungssystems im Kapitalismus. Und die spannende Frage ist, brauche ich jetzt zum Beispiel Hochschulen in der Art und Weise, wie sie heute sind, für diese Transformation? Ich würde sagen, nein. Also man kann das auch ganz anders machen. Wir werden weiterhin die es sich leisten können, werden ihre Kinder auf diese Hochschulen schicken. Aber für den Großteil der Menschheit wird Bildung ganz anders aussehen. Also die werden sich ihren Lernpfad digital über eigene Communities, über Experimente, über Projekte selber bauen. Und wenn man sieht, die Expansion der amerikanischen Hochschulen ist, die bauen keine Hochschulen mehr in Indien oder China, sondern die gehen über digitale Plattformen in diese Länder. Also das geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass sie Hochschulen selber anfangen zu kannibalisieren. Und das Spannende ist, die werden weiterhin das bestehende Modell haben und nebenher werden sie neue Dinge probieren und irgendwann ist das alte Ding weg und das neue ist da. Also bei Harvard, Stanford wird es weitergeben, aber Harvard, Stanford, MIT haben auch die EDX-Plattform gebaut und die geht zum Beispiel nach China und nach Indien und die wird 1 Milliarde oder 2 Milliarden Kunden haben. Ja. Leider, von dir würde ich gerne wissen, das, was ihr bei ADA macht, bringt ihr da den jungen Gründerinnen das bei, was die Schule eigentlich oder die Uni ihnen hätte beibringen sollen? Na, es kommt darauf an, wo die zur Uni und zur Schule gegangen sind, würde ich mal sagen. Ich war die ersten 5 Jahre auf der Waldorfschule, da haben wir ziemlich viel Experimente gemacht. Ich finde es im Nachhinein ziemlich gut. Um vielleicht daran noch kurz anzuschließen, ich glaube, dass mittlerweile, also wenn die Welt so schwer nur noch zu überblicken ist, dass wir uns nicht mehr auf Fakten verlassen können, wenn man nicht mehr sagen kann, ich habe das Buch dazu gelesen oder ich war auf der Management-Schule, ich weiß, wie das läuft, sondern die Intuition wieder wichtig wird, also das gesammelte Wissen, das wir gar nicht bewusst kennen, aber das in unserer Wirbelsäule, in unserem Gehirn abgespeichert ist und das uns eine Richtung vorgibt, dann muss man natürlich sich in Umgebungen begeben, wo man die richtigen Intuitionen lernt. Ich glaube, dass das im Bildungssystem wieder mehr gelernt werden muss, dass man Projekte machen muss, wo man digitale Digitalisierung in die Intuition überführt und nicht nur im Kopf versteht.
Und was wir mit ADA machen, ist, dass wir nicht nur beibringen, wie schreibe ich überhaupt einen Businessplan oder wie pitche ich den am Ende, sondern es geht auch darum, in eine digitale Kultur einzutauchen. Es geht auch darum, Soft Skills zu lernen und eine persönliche Entwicklung zu durchleben, die geht von, was ist überhaupt mein Führungsstil, wie funktioniert strategische Kommunikation und wie entwickle ich mich so weiter, dass es meinem Startup am Ende gut tut. Also ich möchte diesen ersten Teil der Explained heute schließen mit einer Idee, die mir sehr gut gefallen hat von Ayad Alani, nämlich dass er sagt, wir müssen eigentlich alle Futuristen werden, weil wir alle nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Und ich möchte hinzufügen und vor allem viel darüber reden und uns mit diesen unterschiedlichen Perspektiven austauschen. Das ist heute hier erstmal sehr gut passiert am Mittag. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank.